Hallo Leute, eine der einflussreichsten philosophischen Richtungen dieser Zeit ist der Long-Termism. Long-Termism ist in Deutschland kaum bekannt als Begriff, also man liest fast nichts drüber. Und deshalb ist es ganz wichtig, mal ein Video darüber zu drehen, weil wenn eine philosophische Richtung schon sehr einflussreich ist, sollte man ja auch ein bisschen was darüber gehört haben. Diese philosophische Richtung ist sich nur deshalb einflussreich, weil sie von Leuten unterstützte wie Elon Musk und Peter Thiel, die natürlich mit sehr viel Geld hier powern, aber auch deswegen, weil Geld schadet ja nicht. Aber es ist auch deshalb einflussreich, weil sie irgendwie die Zeit passt. Was heißt das Long-Termism? Natürlich im banalen Sinne Langfristigkeit. Ich mache heute etwas nicht, um langfristig vielleicht Erfolg zu haben. Ich esse heute weniger, um langfristig ein besseres Gewicht zu haben, gesünderes Gewicht zu haben. Ich lerne heute, ich mache es mir heute ungemütlich, damit ich übermorgen bessere Noten habe. Also diese banale Geschichte natürlich steckt auch dahinter, aber Long-Termism heißt natürlich mehr, ist ein bisschen komplexer. Long-Termism setzt sich zum Ziel, das ist das Konzept, die langfristigen Folgen unseres Tuns zu bedenken, Folgen, Utilitarismus sicher auch, aber jetzt nicht im Sinne von im sehr allgemeinen Sinne, ja, die langfristigen Folgen bedenken, sondern man nimmt quasi die ganze Menschheit, die auf uns folgt, in den Blick. Also alle Menschen, die noch gar nicht geboren sind, werden berücksichtigt und als ob sie schon leben würden. Und wir machen heute das, was Menschen in 100 Jahren zugutekommt. Ich bringe heute Opfer, damit die Menschen in 200, 300 Jahren gut auf der Erde leben können. Wir beachten also nicht nur die Folgen der Zukunft, sondern wir nehmen quasi richtig an, die Menschen wären schon da, können schon mitreden, wären schon geboren und wir nehmen auf sie Rücksicht. Also ganz plastisch sich das vorzustellen. Jeder, auch der zukünftige Mensch, ist Teil unseres Entscheidungsrahmens. Nicht nur abstrakt, natürlich jeder muss immer die Folgen bedenken, das ist ja eher banal, aber ganz konkret. Und wenn man das so sieht, dann wird das Ganze natürlich sehr ernst. Denn wenn ich jetzt Menschen, sagen wir mal, 300 Jahren quasi als geboren annehme, die wären schon da, dann muss ich heute natürlich mein Handeln sehr, sehr stark verändern, weil wenn ich mir das so plastisch vorstelle, dann hat das natürlich massive Auswirkungen. Das ist der Long-Termism. Also hier heute so zu handeln, dass auch die Menschen in 200, 300 Jahren, 100 Jahren, 50 Jahren, also auch die nicht heute noch nicht Geborenen, davon profitieren. Und die ganze Welt natürlich auch in dem auch klar, weil Menschen existieren natürlich im luftleeren Raum, also natürlich auch die ganze Erde, die Tiere und so weiter. Das gehört ja alles dazu, der Mensch ist ja nicht im Vakuum. Das muss man alles mitbedenken. Das ist Long-Termism. So, und ihr merkt selber, das ist natürlich erst das natürlich grundsätzlich sinnvoll, klar, sich das auch mal wirklich vorzustellen, dass diese Menschen zwar noch nicht da sind, aber kommen werden. Und dass die natürlich sagen würde, hätte da ein bisschen mehr Acht geben können auf unsere Lebenschancen und Lebensmöglichkeiten. Aber natürlich andersrum, es kann natürlich auch dazu führen, dass man heute massive Dinge tut, damit es den Menschen in 200 Jahren besser geht. Das heißt, dass man heutige Menschen leiden lässt, dass man heutigen Menschen Schaden zufügt, weil das in 100, 200 Jahren eventuell positiv ist. Und ich füge jetzt schon ein, eventuell, denn es ist das Problem ja all dieser utilitaristischen Konzepte, weil sie nicht beweisen können oder meist nicht beweisen können, dass was genau nun wie wirklich nützt. Ich sage heute, wir müssen das so und so tun, wir müssen so und so umstellen, das richtet die und die Schäden an, aber das nützt den Menschen 200 Jahren. Aber natürlich beweisen kann ich das oft nicht und belegen, dass das wirklich nützlich ist. Also das Problem all dieser Ethiken trifft natürlich auch hierzu.
Und es kann auch in der Gegenwart zu üblen Schäden führen. Also grundsätzlich kann man sich auch einen Diktator vorstellen, der Dinge durchsetzt. Oder eine Diktatorin gibt es ja auch, wenn wir es nicht ausschließen. Die dann Dinge durchsetzt, die dann in der Zukunft positiv vielleicht sind, aber heute für Menschen sehr schädlich sind. Das ist ganz kurz der Long-Termism erklärt von mir. Ein kurzer Überblick. Es gibt durchaus, wenn ihr selber googelt, einiges dazu zu lesen. Wichtig war mir nur, dass ihr mal erfahrt, das gibt es, dass ihr auf den Begriff aufmerksam werdet und vielleicht mal ein bisschen näher hinseht, wo solche Argumentationsmuster auftauchen. So, das war's. Ein neues Video von mir. Bleibt dran. Freue mich natürlich über Likes für das Video und Abonnement für den Kanal, wie immer natürlich. Und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.